Guten Morgen allerseits, herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Potenzreihen, Taylorreihen sind aktuell unser Thema. Das haben wir uns am Freitag ein Stück weit angeschaut. Na, das ist hier arg laut. So. Okay, das haben wir uns am Freitag ein Stück weit angeschaut. Und zwar haben wir gesehen, wenn wir so stückweise ein Polynom basteln wollen, was unsere, so Term für Term, was vielleicht eine gegebene Funktion möglichst gut approximiert. Und wir wollen das so machen, dass der Funktionswert an der Stelle übereinstimmt und dann vielleicht die Ableitung und so weiter. Je nachdem, ein Polynom, wie vielen Grades wir haben. Also für ein Polynom fünften Grades wollen wir, dass der Funktionswert und die ersten vier Ableitungen an einer Stelle übereinstimmen und dann hoffen wir, dass wir damit eine gute Näherung für die Funktion in der Nähe dieses Punktes bekommen. Also das ist das, was wir hier unten in der Skizze nochmal sehen. Also da war blau die Funktion und dann war die brutalste Näherung in der Nähe von x0 war die schwarze waagrechte Gerade und dann vielleicht etwas besser diese grüne Gerade, die Tangente an der Stelle oder vielleicht noch ein bisschen besser so eine Parabel, die noch mitmacht, wie sich das blaue Ding krümmt. Und wenn wir eben noch mehr Terme, mehr und mehr nehmen, dann können wir noch mehr das Verhalten in der Nähe so einer Stelle hier gut abbilden. Hoffentlich. Also wir haben überlegt, wie müssen wir, wenn wir jetzt so ein allgemeines Polynom hier hinschreiben, das ist also ein Polynom n-ten Grades mit so Termen x minus x0 hoch 1, hier steht ein unsichtbares x minus x0 hoch 0, hier steht ein x minus x0 hoch 2 und so weiter. Wenn wir also so ein Polynom hinschreiben, wie müssen wir die Vorfaktoren hier wählen, damit wir den gleichen Funktionswert haben, die gleiche erste Ableitung, die gleiche zweite Ableitung, so viele wie wir eben solche Koeffizienten hier zur Verfügung haben. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir diesen Kartenvorfaktor so wählen, dass wir da die Karte-Ableitung an der Stelle nehmen und das durch K-Fakultät teilen, dann haben wir diese Bedingung erfüllt. Und jetzt wären wir also in der Lage, so eine Näherung aufzuschreiben, das sogenannte Ente-Taylor-Polynom oder eben auch die Taylor-Reihe. Das wäre dann diese Summe, wo wir unendlich viele, alle diese Terme aufaddieren. Und dann können wir ein paar Fragen stellen. Ja? Können wir Fragen stellen, wenn wir das abbrechen hier, also hier oben nicht unendlich, sondern groß N hinschreiben, ist es dann eine gute Näherung? Wie gut ist die, in welchem Sinne ist die gut und so weiter? Oder wir können fragen, wenn wir alle unendlich vielen Terme aufsummieren, kommt dann wieder die Funktion raus? Also konvergiert das, wenn wir da unendlich viele addieren? Und die beiden Fragen sind vielleicht miteinander verwandt. Und die Antwort auf diese beiden Fragen, das wäre der Satz von Taylor. Den habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Den wollen wir vielleicht gar nicht komplett beweisen. Müssen wir mal gucken. Wir wollen den im Moment nicht beweisen, sondern wir haben diese Formel irgendwie hier erraten jetzt. Und jetzt steht hier die präzise Aussage. Und zwar taucht da sowas aus, nämlich eine Formel für den Rest. Den Rest dann, wenn wir das hier irgendwo abbrechen. Und diese Formel möchte ich im Moment nicht beweisen, die hier unten steht, sondern wir werden später mal noch eine andere Formel dafür kennenlernen, für diesen Rest, die wir dann leichter beweisen können. Das jetzt im Moment, wenn wir das jetzt beweisen würden, würden wir einige Zeit drauf verwenden und ich glaube, Sie lernen da gerade nicht so viel Wichtiges dabei. Also wir nehmen das jetzt mal so hin. Aber ich erkläre mal, was da steht. Zunächst mal steht hier das, was wir gerade ausgerechnet haben. Hier der nüte Term in der Summe hat die nüte Ableitung und ein nü-Fakultät da unten und dann ein x minus x0 hoch nü. Das ist das, was wir uns am Freitag überlegt haben. Und jetzt geht hier die Summe nicht bis unendlich, sondern bis zu einem n und dann steht da ein Rest. Das ist klar. Sagen wir also, wir wollen das hier, das soll die Näherung sein für unsere Funktion und das ist der Fehler, den wir machen, das r hier drüben. Gut. Und wenn wir jetzt wüssten, wie das r aussieht, wir haben vielleicht so eine Vermutung, wie das aussieht, ja, wenn ich jetzt da so
Terme aufsummiere, dann werden die hoffentlich irgendwann immer kleiner, damit das eine Chance hat, was Endliches zu werden, wenn wir immer mehr von diesen Termen aufsummieren. Hoffentlich werden sie schnell kleiner. Und dann wäre ja irgendwie so die Vermutung, dass der nächste Term, der kommen würde, ab da, wo ich das weggelassen habe, dass der irgendwie so ein bisschen so ähnlich aussieht wie der Fehler, den ich jetzt mache. Ja, ich nehme die ersten 10 Terme und dann lasse ich ja ab dem 11. weg. Also so wie der 11. Term aussieht, das ist vielleicht, das wäre so die Hoffnung, das ist so ungefähr wie die Größenordnung des Fehlers, die ich tue. Ja, und das kann man tatsächlich präzise zeigen, dass das fast stimmt. Hier steht nämlich jetzt als Formel für den Rest sowas wie der nächste Term. Hier steht eine n plus erste Ableitung, hier steht eine n plus 1 Fakultät, hier steht ein x minus x 0 hoch n plus 1. Nur wird jetzt diese Ableitung hier nicht an der Stelle x 0 genommen, sondern an einer Stelle xi, die irgendwo zwischen x und x 0 liegt. Und das kann man eben zeigen, dass das tatsächlich gilt. Also jetzt haben wir so eine Formel für den Rest. So, und jetzt können wir nochmal diese Fragen stellen. Wie ist das, wenn ich jetzt, irgendwie wollte ich das doch anders schreiben. Naja, ist egal. Kriegen wir hin. Was habe ich hier noch? Ah, hier habe ich das. Also, jetzt können wir doch das nochmal hinschreiben und nochmal überlegen, was steht hier für was. Also vielleicht nochmal in bunt, da oben steht so steril in schwarz-weiß. Sagen wir mal, der Satz von Taylor sagt jetzt, wir können hier hinschreiben, die Summe nü von 0 bis n, nüte Ableitung an der Stelle x0, durch Nü-Fakultät mal x minus x0 hoch Nü. Das, hoffen wir, nähert irgendwie unsere Funktion f von x. Vielleicht das hier in schwarz. Und es kann natürlich nicht gleich sein, oder wird im Allgemeinen zumindest nicht gleich sein, sondern wir machen da irgendwie einen Fehler. Und diesen Fehler, für den haben wir auch eine Formel. Das ist dann die n plus erste Ableitung an einer Stelle xi, xi irgendwo zwischen x und x0, geteilt durch n plus 1 Fakultät mal x minus x0 hoch n plus 1. Also das Ding hier, das heißt das n-te Taylor-Polynom. Wo schreibe ich das hin? Das hier, nee, das ist das. N-te Taylor-Polynom. Das soll unsere Näherung sein. Und das hier, das hieß da oben Rn von x, eigentlich hängt es auch noch von x0 ab, das ist das Restglied. Ja? Restglied. Der Fehler. Fehler, den wir machen, wenn wir statt blau-grün nehmen. Und wir sehen übrigens schon was, eine Sache über den Fehler können wir sofort erkennen. Hier steht ja, wie sich das verhält, wenn wir mit dem x zu dem x0 hingehen. Da verhält es sich ja so wie eine Zahl mal x minus x0 hoch n plus 1. Dann ist es insbesondere kleiner als der kleinste Term, der hier steht. Also, was die x minus x0 Potenzen angeht, denn hier ist der kleinste, der hier auftaucht, ja der ein x minus x0 hoch n. Also wir sehen schon, deswegen guckten sie auch klein o schon die ganze Zeit neugierig zu, wir sehen schon, dieses Ding hier, das ist ein klein o von x minus x0 hoch n. Ja, wenn Sie das durch x minus x0 hoch n teilen, dann bleibt noch ein x minus x0 übrig und wenn Sie x nach x0 schicken, dann geht es immer noch gegen 0, also für x nach x0. Das ist der Limes, der uns hier interessiert. Also das ist schon mal ganz gut. Und
Jetzt ist also die Frage, jetzt machen wir das n immer größer. Die Hoffnung wäre, unsere Näherung wird immer besser. Und wenn dann der Teil hier gegen 0 geht, dann wird das Grüne gleich dem Blauen. Also dann hätten wir diese Formel mit dem unendlich stehen, die Reihe, und dann wäre die gleich der Funktion. Also jetzt gehen wir daher und sagen, wir machen n nach unendlich. Dann bekommen wir hier die sogenannte Taylor-Reihe, Summe nü von 0 bis unendlich, nüte Ableitung an der Stelle x0 durch nü-Fakultät x minus x0 hoch nü. Und das ist dann gleich der Funktion, wenn eben dieser Rest gegen 0 geht. Also wenn der Limes n nach unendlich in unserem Rest hier, wenn der 0 ist. Okay. Ja, und jetzt können wir hier noch, ohne dass wir die Formel für den Rest kennen, ja doch, noch ein bisschen was müssen wir kennen von der Formel, aber ohne dass wir die großen Details hier der Formel von dem Rest anschauen. Also hierfür müssen wir irgendwie wissen, wie die Funktion aussieht oder sowas. Aber wenn wir mal nur auf diese Abhängigkeit des Restes gucken, wie der von x abhängt, also eigentlich nur darauf, dass er so ein klein o ist, dann können wir da schon einiges erkennen. Nämlich können wir uns jetzt überlegen, was passiert, wenn wir die Funktion festhalten, den Entwicklungspunkt. Ah ja, das x0 heißt übrigens Entwicklungspunkt, hier hatte ich das mal geschrieben, das ist die Stelle, um die wir sagen dann, wir entwickeln die Funktion um x0. Wir suchen eine Näherung in der Nähe von x0 und man sagt dann, wir entwickeln die Funktion um x0 und x0 ist der Entwicklungspunkt. Also jetzt halten wir die Funktion fest, das f fest, wir halten den Entwicklungspunkt fest, das x0. Und jetzt fragen wir uns, was passiert denn, wenn wir an dem x wackeln, wenn wir mit dem x mal näher zum x0 hingehen oder weiter vom x0 weg. Jetzt angenommen, dieser Limes hier unten klappt, also in dem Sinne, dass der Rest gegen 0 geht, für ein bestimmtes x, ne? Dann haben wir also, dass die Reihe gegen die Funktion konvergiert für dieses x. Wenn wir jetzt mit dem x näher zum x0 hingehen, dann werden die Terme hier alle nur kleiner. Also sowohl die in der Reihe drin werden kleiner, weil diese Differenzen hier kleiner werden. Also wir summieren da weniger schlimmes Zeug auf. Oder auch am Restglied sehen wir es. Das wird kleiner, wenn wir mit dem x näher zum x0 hingehen. Das heißt, wenn diese Sache für irgendein x konvergiert, dann konvergiert es für x, die näher am x0 dran sind, erst recht. Jetzt haben wir so ein Bild, hier ist irgendwie x0, hier konvergiert es, dann wissen wir da überall, wo ich näher dran bin, in so einem Bereich um unser x0 rum, konvergiert es auf jeden Fall. Wenn die Reihe irgendwo nicht mehr konvergiert, wenn ich weit mit dem x weit weg bin vom x0, vielleicht konvergiert sie hier nicht mehr. Wenn ich dann noch weiter weggehe, ja, dann wird das ja alles nur noch schlimmer, dann addiere ich nur noch größere Terme, dann konvergiert sie erst recht nicht mehr. Das heißt also, wenn ich irgendwo gefunden habe, hier konvergiert es, weiß ich näher dran, konvergiert es auch. Wenn ich gefunden habe, hier konvergiert es nicht, weiß ich weiter weg, konvergiert es erst recht nicht mehr. Das heißt, es gibt irgendwo so einen kritischen Wert. Bis dahin konvergiert die Sache, weiter weg konvergiert es nicht, näher dran konvergiert es wunderbar. Das sehen wir allein an dieser, hoppla, das sehen wir allein an dieser Struktur hier mit diesem x minus x0 Termen. Okay, schreiben wir das mal auf. Das ist eine wichtige Beobachtung. Es gibt ein, sagen wir, R, machen wir mal klein r, weil groß R schon das Restglied war. Das ist der Konvergenzradius. Mit die Reihe, Summe nü von 0 bis unendlich, nüte Ableitung an der Stelle x0 durch nü-Fakultät x minus x0 hoch nü ist gleich der Funktion. Immer dann, wenn x minus x0 Betrag kleiner diesem r ist. Und
Das ist dann nicht mehr, die Funktion ist nicht mehr gleich diese Reihe. Na, hier steht die nüte Ableitung an der Stelle x0, das war ein x0, durch nü-Fakultät x minus x0 hoch nü, wenn wir weiter weg sind. Also für alle x minus x0 Betrag größer als dieses r. Wenn wir eine Reihe haben, die sehr gut konvergiert, im schönsten Fall, dann haben wir das... dieses R unendlich ist, also dann konvergiert es überall, solche Fälle gibt es. Im schlechtesten Fall schlimmstenfalls könnten wir auch mal R gleich 0 haben, na, dann hilft uns diese ganze Reihe gar nichts. Was passiert eigentlich hier in diesen Fällen, wenn das nicht mehr konvergiert? Also da kann es sein, Die Reihe konvergiert gar nicht mehr, dass wir addieren zum Beispiel immer größer werdende Terme auf und das fliegt uns halt um die Ohren, wird unendlich oder so. Oder es kann auch sein, diese grüne Reihe konvergiert und gegen was anderes als die Funktion. Aber damit das passiert, muss man sich schon wieder ein bisschen Mühe geben und irgendwie was Spezielles sich ausdenken. Also die typische Situation ist eher, so in der Nähe von x0 gibt es eben so einen Bereich bis zu diesem r hin, was wir bestimmen müssten, in Abhängigkeit von der Funktion und dem x0, gibt es einen Bereich, da ist diese Reihe gleich der Funktion wieder und weiter weg, ja, da gucken wir gar nicht mehr hin. Und übrigens, gleich habe ich hier nirgendwo mit reingenommen, das liegt daran, dass wir bei gleich, muss man dann gucken, da ist es auch manchmal so, dass es auf der einen Seite noch konvergiert und auf der anderen nicht oder sowas, um diesen Wert rum. Also das wäre dann nochmal ein Spezialfall, aber der kümmert uns auch nicht so sehr. Das Entscheidende ist, gibt so eine Grenze und näher dran ist alles schön. Wir kennen schon ein Beispiel bei der geometrischen Summe. Da hatten wir, dass dieses klein r gerade 1 war. Denn was haben wir denn da gesagt? Da hatten wir doch 1 durch 1 minus x, das wäre unsere Funktion, ist die Summe nü von 0 bis unendlich x hoch nü. Und zwar für alle, ja, jetzt steht hier x Betrag kleiner 1 hatten wir da. Also das 1, diese 1, das ist unser r. Und hier sehen wir, entwickelt haben wir hier, vielleicht in einer anderen Farbe, oder? Hoppla, entwickelt haben wir hier um x0 gleich 0, deswegen steht da x-Betrag einfach, ja, da steht ein x minus 0-Betrag. Okay, also ein Beispiel kennen wir schon, da ist dieser Konvergenzradius gerade 1 gewesen in diesem Fall. Und für andere Fälle müssen wir uns den besorgen. So, jetzt sieht diese Formel mit diesen Entenableitungen oder Nütenableitungen hier natürlich furchtbar aus. Und wer will schon Nüteableitungen von irgendwas ausrechnen? Was wir jetzt tun werden, ist, wir werden die ein-, zweimal hier in der Vorlesung benutzen, diese Formel. Und dann kennen wir, nachdem wir das gemacht haben, kennen wir ein paar Taylor-Reihen, solche Potenzreihen für irgendwelche Funktionen. Und die für andere Funktionen, die basteln wir uns dann immer aus denen zusammen. So wie wir das letztes Mal schon gemacht haben. Da hatten wir einmal das hier hingeschrieben und dann haben wir für viele ähnliche Ausdrücke auch solche Formeln hingeschrieben. Ohne jemals wieder die gleichen Überlegungen durchführen zu müssen, die wir machen mussten, um die ursprüngliche Reihe einmal zu bekommen. Das heißt, wir benutzen das jetzt hier, aber das ist ganz, ganz selten Ihre Aufgabe, beliebig hohe Ableitungen von Hand auszurechnen. Eher schon fast wieder umgekehrt. Eher schon kann man am Ende wieder, wenn man weiß, wie man so eine Reihe bestimmt, ohne über Ente-Ableitungen gehen, nachher schlussfolgern, was die hundertste Ableitung irgendeiner Funktion ist, indem man die Reihe anguckt. Das ist dann am Ende eher, wie man es tun kann. Okay, also jetzt brauchen wir weitere Beispiele. Das war eigentlich unser erstes Beispiel, die geometrische Summe. Dann können wir doch als zweites Beispiel mal die E-Funktion anschauen. Vielleicht machen wir das auf
auf einer neuen Seite. Ich schreibe das nochmal hin. Beispiele. Zweitens schauen wir uns mal an. F von x ist e hoch x. Da ist das mit dem Ableiten ja gar nicht so schwierig. Da wissen wir ja, f' von x ist ebenfalls e hoch x. Und die zweite Ableitung, na, ist wieder e hoch x und so weiter. Und auch die Nüte-Ableitung ist wieder e hoch x. Jetzt entwickeln wir mal um 0. Dann haben wir also, dass, sagen wir mal, die Nüte-Ableitung an der Stelle 0, das ist ja die, die wir brauchen in unserer Taylor-Reihe, das ist immer e hoch 0, also 1 für alle Nü. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal unsere Formel nehmen, Summe Nü gleich 0 bis unendlich, Nüte Ableitung an der Stelle x0 durch Nü-Fakultät mal x minus x0 hoch Nü. Und jetzt setzen wir hier ein, x0 ist 0 und f ist die E-Funktion, also f ist exp. Dann bekommen wir was? Dann bekommen wir für diese n-ten Ableitungen lauter Einsen. Aus dem x minus x0 hoch Nü wird einfach ein x hoch Nü. Das heißt, insgesamt steht hier Summe Nü von 0 bis unendlich x hoch Nü durch Nü-Fakultät. Das wäre dann die Reihe für die E-Funktion. Und jetzt ist die Frage, wann ist diese Reihe wirklich wieder gleich der E-Funktion? Das ist die formale Taylor-Reihe. Für exp, also formal heißt, ich habe jetzt die Reihe mal hingeschrieben, noch ohne zu wissen, ob sie konvergiert, also ob was Endliches rauskommt, wenn ich diese unendlich vielen Zahlen hier zusammenzähle. Und jetzt überlegen wir es uns gleich und dann werden wir am Ende feststellen, dass die Taylor-Reihe der E-Funktion für jedes x wieder gegen die E-Funktion geht. Und zwar tut sie das, wir können es fast schon ein bisschen erwarten, das klappt so gut, weil insgesamt hier nur noch so Nü-Fakultät im Nenner stehen bleibt. Und wenn wir jetzt also weiter hinten in die Reihe reingucken, dann wachsen die Zahlen hier im Nenner wahnsinnig schnell an und wir addieren in den hinteren Termen immer nur noch ganz, ganz wenig dazu. Deshalb hat das eine Chance zu klappen. So, aber das müssen wir jetzt zeigen, dass das gilt. Und das ist jetzt sowas, das mache ich jetzt, glaube ich, einmal hier in der Vorlesung benutzen wir diese Restgliedformel und Sie müssen damit seltener arbeiten. Also keine Sorge, was ich jetzt vorführe. Jetzt also für, gleich rot hier, für, jetzt soll ich auch nicht sagen, ne, wenn ich so warne, dann denken Sie, oh Gott, jetzt kommt gleich was Furchtbares. Ne? Also wir schauen uns jetzt diese Restgliedformel an und gucken, ob wir zeigen können, dass sie für n nach unendlich gegen 0 geht. Also, für welche x konvergiert die Reihe gegen exp von x? Das ist die Frage, die wir stellen wollen. Und dazu gucken wir uns an die Restgliedformel. Also, die Restgliedformel, die sah so aus. Wir nehmen die n plus erste Ableitung an einer Zwischenstelle xi, teilen durch n plus 1 Fakultät und machen hier x minus x0 hoch n plus 1. So, und das machen wir jetzt wieder hier. Setzen wir wieder ein, x0 ist 0. Unsere Funktion ist die Exponentialfunktion. Das heißt, was bekommen wir? Wir bekommen e hoch xi durch n plus 1 Fakultät mal x hoch n plus 1.
wobei das Xi irgendwo zwischen 0 und x liegt. Wo das genau liegt, wissen wir nicht. Mit einem Xi zwischen 0 und x. Xi ist so ein griechischer Buchstabe, da wackelt man einfach so ein bisschen mit dem. Als ich den kennengelernt habe, da wurde immer sowas gemalt an der Tafel, Kreidetafel war das immer noch. Und viel später habe ich dann mal nachgeschaut, wie es aussieht. Also ich glaube, so ungefähr soll es schön aussehen, ne? Das Xi. Gut, schnell weg, weil so schön schreibe ich es nie wieder. So, jetzt, also Xi. Gut. Wir wollen zeigen, dass das für n nach unendlich gegen 0 geht. Das wäre das Schönste. Ne? Und gegen 0 gehen und Vorzeichen wollen wir am besten nicht groß drüber nachdenken. Also machen wir mal Beträge drumherum. Das ist immer ganz angenehm. Also schreiben wir mal hin. Rn-Betrag ist gleich e hoch xi durch n plus 1 Fakultät mal x hoch n plus 1. Und davon nehmen wir den Betrag. Und damit wir irgendwie was zum Abschätzen haben, sagen wir mal, wir wählen jetzt im Moment x, deren Betrag kleiner ist als irgendeine Zahl, die nenne ich mal groß k, Konstante k. Und das stellen wir uns vor als eine große Zahl. Ja, k ist tausende Millionen oder sonst was. Jetzt gucken wir uns also mal an, ob wir das für alle x, die kleiner sind als dieses k, irgendwie in den Griff bekommen hier. So, wenn das so ist, dann können wir ja sagen, das ist kleiner gleich. Ich glaube, ich werde das hier nachher nicht ganz hinkriegen. Ne? Das ist kleiner gleich. Jetzt kann das Xi ja höchstens x werden und das x höchstens k. Also können wir das e hoch Xi durch ein e hoch k abschätzen. Und dann haben wir hier noch das x hoch n plus 1 durch n plus 1 Fakultät. Hoppla. So, und das möchte ich mal so schreiben. Es gibt ja im Zähler n plus 1 Faktoren und im Nenner n plus 1 Faktoren. Also im Nenner, wenn wir das, die n-Fakultät ausschreiben, das beginnt ja mit, die n plus 1 Fakultät ausschreiben, das beginnt ja mit n plus 1, dann kommt n, dann n minus 1 und so weiter und irgendwann steht hier mal 2 mal 1 und über jeder dieser Zahlen haben wir ein x zur Verfügung. Das sind ja auch gerade n plus 1 Stück. Gut. Und jetzt habe ich hier unten keinen Platz mehr, deswegen kopiere ich mir das mal auf die nächste Seite rüber. So. Und dann rechnen wir hier weiter. Jawohl. Und jetzt machen wir das so. Jetzt wissen wir ja, uns interessiert das für klein n nach unendlich. Also können wir uns das für große klein n anschauen. Sagen wir mal, wir nehmen klein n's, die größer sind als dieses k, was wir uns am Anfang vorgegeben haben. Also wir gehen einfach zu großen Werten von klein n hin. Und wir lassen noch ein bisschen Platz hier dazwischen. Also wir sagen, n ist größer als k. Und jetzt möchte ich hier noch was dazwischen drin einfügen. Zwischen k und n suche ich mir noch irgendeine Zahl aus, die nenne ich mal groß n. Warum habe ich das jetzt hier hingeschrieben? Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, das wollte ich in der nächsten Zeile unter den nächsten Schritt schreiben. Also, Entschuldigung, das war nicht gut. Ich will jetzt schreiben, das hier ist gleich und wir suchen uns eben ein, also nochmal, wir interessieren uns gleich für große klein n und also für klein n, die größer als das k sind und zwischen klein n und k packen wir noch irgendwo, suchen uns irgendwo einen Wert aus, den nenne ich groß n. So, jetzt schreibe ich das nochmal hin und sehen gleich, warum wir das tun. Stehen hier also im Nenner, stehen hier die Terme, sagen wir, n plus 1, klein n plus 1, klein n,
klein n minus 1 und so weiter. Irgendwann kommt dann hier groß n plus 1 und dann kommt groß n. Und dann kommt vielleicht groß n minus 1 und so weiter bis 2 und 1 runter. Und über jedem dieser Terme haben wir auch ein x. Also hier steht dann x drüber, hier steht dann x. Hier kommen ganz viele x'e. Hier ist wieder ein x, hier ist ein x. Hier haben wir ein x und so weiter. So, bisher habe ich nichts gemacht. Ich habe nur zwischendrin, einen der Werte hier, einen der Werte zwischen 1 und n plus 1 habe ich groß n genannt. Und jetzt machen wir das so, jetzt schätzen wir das ab. Das ist größer gleich e hoch k. Ich schreibe es erstmal hin. Jetzt machen wir aus den roten Sachen hier, machen wir immer ein k durch n. Und wie oft haben wir diese roten Sachen? Die haben wir von dem Groß n bis zu dem Klein n plus 1. Wie viele sind das also? Das sind Klein n minus Groß n plus 2. Viele? Ist gar nicht so wichtig, die genaue Zahl. Und die restlichen schreiben wir ab. Da haben wir noch übrig ein x hoch Groß n minus 1. Und hier haben wir noch ein Groß n minus 1 Fakultät. Also die blauen Faktoren zusammen sind ja eine Fakultät. So, und warum haben wir das jetzt hier abgeschätzt? Also wie haben wir das abgeschätzt? Wir haben für das x das Größtmögliche. Für diese roten x haben wir das Größtmögliche eingesetzt. Die roten x, die könnten im schlimmsten Fall groß k sein. Und hier, dieses n haben wir abgeschrieben hierhin. Aus diesem n plus 1 haben wir auch ein n gemacht und aus dem nächsten auch und so weiter. Also wir haben den Nenner, haben wir hier ein bisschen kleiner gemacht, hier bei diesen Termen hier vorne. Da haben wir statt einem groß n plus 1 und statt einem groß n plus 2 und so haben wir immer groß n geschrieben. Damit wird der Ausdruck insgesamt größer. Deswegen hier ein kleiner gleich in die Richtung. Also der neue Ausdruck, der hat das Größere auf seiner Seite. Das ist die Abschätzung, die wir hier gemacht haben. So, und jetzt sind wir fertig. Warum? Um Gottes Willen, sieht das jetzt echt gut aus? Ja, denn uns interessiert doch jetzt nur noch der Limes klein n nach unendlich. Was passiert denn für klein n nach unendlich? Wenn wir hier klein n nach unendlich schicken, ja, das, was hier drin steht, das ist ja eine Zahl, die ist kleiner als 1. Diese Zahl hier ist kleiner 1, weil wir das Groß K ist kleiner als das Groß N. Also ist diese Zahl hier kleiner 1. Und jetzt schicken wir N nach unendlich. Das heißt, wir multiplizieren diese Zahl, die kleiner 1 ist, ganz, ganz oft mit sich selbst. Dann geht das gegen 0. Was ist mit den anderen Sachen? Die hängen überhaupt nicht mehr von N ab. Also das hier und das hier hängt nicht von klein n ab. Das heißt, wir haben da irgendeine Zahl in blau und dann haben wir das rote Zeug, was gegen 0 geht. Also geht es insgesamt gegen 0 für n nach unendlich. So, und damit konvergiert jetzt also diese Reihe für die e-Funktion wieder gegen die e-Funktion. Für alle x, deren Betrag kleiner ist als irgendein k. Und wie groß wir dieses k wählen, ist auch wurscht für die Überlegung. Also wenn wir wissen wollen, ob die Reihe für e hoch 3 Milliarden konvergiert, dann wählen wir das k halt als, weiß nicht, 4 Milliarden oder sowas und sagen, ja, konvergiert. Damit können wir das ausrechnen. Das heißt, die e-Reihe konvergiert immer. Ne? Das heißt, für die Exponentialfunktion gilt, e hoch x ist gleich Summe nü gleich 0 bis unendlich
x hoch nü durch nü-Fakultät, und zwar egal wo, für alle x in R. Das heißt, hier wäre jetzt unser Konvergenzradius tatsächlich unendlich. Das ist schön, das ist doch geschickt. Jetzt haben wir so eine Reihe, die überall konvergiert. Also fast noch schöner als bei der geometrischen Reihe. Bei der geometrischen Reihe waren nur für die Terme in der Reihe recht schön. Ne? Gut. Was machen wir als nächstes? Vielleicht zur Entspannung mal zwischendurch eine Reihe, wo wir jetzt nichts mit Endenableitungen oder sowas machen müssen. Sinus und Cosinus werden wir uns nochmal mit Endenableitungen besorgen. Aber machen wir mal zur Entspannung zwischendrin was anderes. Machen wir mal ein drittes Beispiel. Wir gucken uns mal an, f von x gleich Logarithmus von x plus 1. Oder etwas suggestiver, schreibe ich es gleich als 1 plus x. Natürlich das Gleiche, aber so, log von 1 plus x. Gut, da wissen wir zunächst nicht, dann fangen wir mal an mit dem Ableiten, aber wir wollen nicht 100 mal ableiten. So, gucken wir uns mal an, was ist f' von x? Wenn wir den Log ableiten, geht das Argument des Log in den Nenner. Und eventuell gibt es dann eine innere Ableitung, aber die innere Ableitung ist 1. Also f' ist 1 durch 1 plus x. Und das kennen wir doch. Das ist doch bis auf ein Minuszeichen hier die geometrische Reihe. Also mit der geometrischen Reihe können wir sagen, das ist die Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n mal x hoch n. Das haben wir uns am Freitag schon überlegt, dass wir 1 durch 1 plus x, ne, 1 durch 1 plus x so schreiben können. Ne, das ist 1 durch 1 minus minus x. Also haben wir ein minus x hoch n und statt minus x hoch n schreibe ich minus 1 hoch n mal x hoch n. Dann hat das genau die Form, wie wir es immer haben wollten. Koeffizient mal x hoch irgendwas oder x minus x0 hoch irgendwas. Achso, wir entwickeln wieder um x0 gleich 0 hier. Gut. Jetzt würden wir doch hoffen, dass die Reihe für den Logarithmus, dass wir die jetzt erraten können, indem wir so eine Reihe hinschreiben, wo, wenn wir die Term für Term ableiten, gerade diese Terme hier rauskommen. Und tatsächlich funktioniert das. Also, erwarte, dass log von 1 plus x vielleicht so aussieht, Summe n von 0 bis unendlich. Und jetzt müssen wir, damit wir minus 1 hoch n mal x hoch n kriegen. Was braucht man denn da? Da braucht man vielleicht ein x hoch n plus 1, weil wenn wir das ableiten, kommt das n plus 1 runter und es bleibt ein x hoch n übrig. Das n plus 1, was runterkommt, das wollen wir nicht haben. Also schreiben wir das hier in Nenner, damit es weggeht. Und die minus 1 hoch n schreiben wir ab. Also wenn wir das Term für Term ableiten, dann kommt genau das hier raus. Also das untere ableiten, dann kommt das obere raus. Wenn jetzt hier unten noch irgendwie plus 100 oder plus 37 oder plus 18 Pi steht, wenn wir das ableiten, dann kommt immer noch das da oben raus. Das heißt, ich schreibe mal hier hin plus C. Und das C muss ich jetzt so anpassen, dass ich wirklich den Logarithmus an der Stelle 1 plus x bekomme und nicht den Logarithmus an der Stelle 1 plus x plus 15 oder minus 7 Drittel oder sowas. Ja, wenn ich das C ableite, ist es weg. Deswegen, das müssen wir noch irgendwie bestimmen.
Da gucken wir uns eine Stelle an. Zum Beispiel durch Vergleich an für ein bestimmtes x. Und das einfachste x, was wir uns angucken können, ist natürlich das, wo wir drumherum entwickelt haben, weil dann ist alles ganz einfach. Nehmen wir also x gleich 0. Dann haben wir hier den Log von 1 plus 0, also den Log von 1, also 0. Und auf der rechten Seite steht ja 0, weil hier gibt es ja nur ein x hoch 1, ein x hoch 2 und so weiter, 0 hoch 1, 0 hoch 2 und so weiter, die sind alle 0, plus c. Das heißt, wir hätten das c gar nicht gebraucht, das c machen wir gleich wieder zu 0. Das heißt, mit c gleich 0 ist es gut. Okay, also hätten wir Logarithmus von 1 plus x ist jetzt vielleicht Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n durch n plus 1 mal x hoch n plus 1. Wenn wir wollen, können wir noch ein bisschen den Index verschieben. Wenn wir sagen, wir möchten hier nicht x hoch n plus 1 stehen haben, sondern wir hätten da gerne lieber x hoch n stehen, ja, dann machen wir daraus, schieben wir das n hier um 1 hoch, n von 1 bis unendlich, dann müssen wir es überall sonst 1 kleiner machen, minus 1 hoch n minus 1 durch n mal x hoch n, so können wir das auch schreiben. Und übrigens, minus 1 hoch n, das ist ja immer abwechselnd 1 und minus 1, ja. Das heißt, minus 1 hoch n minus 1 ist das gleiche wie minus 1 hoch n plus 1. Und Sie finden diese Formel auch oft so. Deswegen schreiben wir es mal hin. N gleich 0 bis unendlich. Minus 1 hoch n plus 1 durch n mal x hoch n. Also hier an der Stelle haben wir nur noch verwendet, dass minus 1 hoch n minus 1 das gleiche ist wie minus 1 hoch n plus 1, weil minus 1 hoch 2 gerade 1 ist. Und dadurch unterscheiden die sich nur. Okay. Jetzt haben wir natürlich viele Fragen. Konvergiert das? Können wir das mit dem ableiten und dann wieder so eine Funktion finden, die diese Ableitung hat? Stammfunktion nennt man das. Können wir das eigentlich machen? Geht das gut? Und für welche x klappt das alles? Also erstmal, für welche x klappt das? Die Sache hier oben mit der geometrischen Reihe, die klappte doch, wenn x-Betrag kleiner 1 ist. Also höchstens da könnte das jetzt hier auch klappen, ne? Für alle x-Betrag kleiner 1. Und jetzt ist es so, wenn Sie jetzt eine Vorlesung besuchen, wo das hier für Mathe-StudentInnen gemacht wird, dann heißt es jetzt, ja, boah, Gottes Willen, ableiten ist so ein Grenzwert. Unendlich viele Terme aufsummieren, so eine Reihe angucken, ist ein Grenzwert. Zwei Grenzwerte, da kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge man die macht. Im Allgemeinen müssen wir genau untersuchen, ob das geht, ob wir wirklich das vertauschen können. Das ist das, was wir hier ja tun, ne? Wir leiten ab, bestimmen dann die Reihe und dann leiten wir wieder auf, sozusagen. Und dann stecken Sie da viel Arbeit und Energie rein und stellen fest, Sie brauchen noch einen besseren Konvergenzbegriff als Konvergenz. Sie brauchen was gleichmäßige Konvergenz heißt, was auch immer das ist. Und dann sagen Sie, da sollen sich die MathematikerInnen damit beschäftigen, mit gleichmäßiger Konvergenz. Das Schöne ist nämlich, man kann dann zeigen, dass solche Potenzreihen immer innerhalb des Konvergenzradius, also wenn wir näher beim Entwicklungspunkt sind als dieses kritische klein r, das rote klein r, dann konvergieren die nicht nur, sondern die konvergieren immer gleichmäßig und deshalb geht das. Also tatsächlich ist das in Ordnung und tatsächlich klappt
Dieser Trick, der Trick war zuerst ableiten, Komma, dann Reihe der Ableitung hinschreiben. Dann Reihe der Funktion raten. Weil Potenzreihen gleichmäßig konvergieren. Was auch immer das ist. Okay, also das klappt. Und wir haben jetzt also wirklich gefunden, eine Reihe für den Logarithmus. Log von 1 plus x ist gleich Summe n gleich 1 bis unendlich minus 1 hoch n plus 1 durch n x hoch n, immer dann, wenn x-Betrag kleiner 1 ist. X-Betrag größer 1 wäre sowieso komisch. Gucken Sie mal, wenn Sie hier zum Beispiel x gleich minus 2 einsetzen, dann wären Sie bei einem negativen Argument des Log. Das kann ja schon gar nicht funktionieren. Also das klappt eigentlich gerade da, wo wir überhaupt auch nur hoffen können, dass das funktioniert. Wir entwickeln um die Stelle x gleich 0 und bei der Stelle x gleich minus 1 wären wir schon bei log 0 und danach ist es dann eh irgendwie komisch. Also 1 weggehen vom Entwicklungspunkt, das klappt. Weniger als 1 weggehen vom Entwicklungspunkt, das klappt. Gut, wir sind schon über die 11 Uhr drüber, das heißt, wir machen unsere 5-Minuten-Pause jetzt bis 7 nach 11 und dann geht es weiter mit noch mehr schönen Reihen. Bis gleich. N gleich 0, Sie haben vollkommen recht, N gleich 0 wäre sehr problematisch gewesen hier mit diesem Nenner. Das war ein Schreibfehler. Yeah.
So, es geht weiter. Hier stehen ganz furchtbare Sachen auf der Chatwall. Vorlesung geht schon 30 Minuten, ich bin seit 29 Minuten raus. Also nein, um Gottes Willen. Schauen Sie, wir haben das doch alles Stück für Stück gemacht und ich weiß, dass das Zeigen, dass die Reihe der E-Funktion gegen die E-Funktion konvergiert, das war jetzt vielleicht das Schlimmste, was wir gemacht haben. Aber das machen wir auch nicht regelmäßig, das habe ich jetzt einmal hier gemacht. Und in Zukunft sagen Sie, okay, das hat er gezeigt, ich benutze einfach das, was, wo muss ich das hinmachen? Hier. Ich benutze einfach das, was hier im roten Kasten steht und dann ist gut. Und diese Rechnung da oben, ja, wenn es ihm Spaß gemacht hat, dann ist gut. So, und dann aber nochmal. Also wie gesagt, so dramatisch ist das gar nicht. Wir müssen uns nur darauf einlassen, weil es natürlich was Neues ist. Das ist ganz klar. Das ist vielleicht sogar eines der ersten neuen Themen jetzt, die Reihen. Dann, wofür benutzen wir das? Zunächst mal, wir benutzen das, um Näherungen zu finden. Natürlich sind die Funktionen, die wir jetzt gerade hinschreiben, irgendwie Funktionen, die wir schon ganz gut unter Kontrolle haben, wo wir normalerweise sagen, ja, wer braucht schon eine Näherung? Die E-Funktion ist ja auch schön. Ich kann die ja überall ausrechnen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, da steht irgendwas ganz, ganz Hässliches, zusammengesetzt aus vielen E-Funktionen, Logarithmen, Sinus, Cosinus oder sonst was. Und eigentlich interessiert Sie dieser ganze hässliche Ausdruck gar nicht, sondern da stecken irgendwie Variablen drin, vielleicht eine Temperatur. Und eigentlich interessieren Sie gar nicht alle Temperaturen von minus 180 Grad bis plus 6000 oder sowas, sondern das ganze Ding, Sie haben sich überlegt, dass irgendwas diese Temperaturabhängigkeit hat und eigentlich interessiert Sie das nur irgendwo in der Nähe von 21 Grad, weil Sie da jetzt Ihr Experiment durchführen. Und dann wollen Sie den komplizierten Ausdruck nehmen und eine Näherung hinschreiben, die in der Nähe von 21 Grad sehr, sehr gut ist und nicht mehr so hässlich aussieht, wie das, was vorher stand. Das wäre eine wunderschöne Anwendung. Also wir werden das, so werden Sie das praktisch benutzen, Taylor-Reihen, und dann brechen Sie die meistens sehr, sehr schnell ab, nach zwei Termen oder sowas. Manchmal brauchen Sie auch, sagen Sie, oh Mist, das, was ich sehen will, sieht man noch nicht, wenn man sowas Lineares hinschreibt, aber wenn man den nächsten Term hinschreibt, oh hoppla, der ist null, da schreibe ich noch einen hin, da haben Sie so einen kubischen Term, ah, der gibt jetzt den Effekt, den ich sehen möchte. Also das ist das, wie Sie das nachher in der Praxis benutzen, so eine Taylor-Reihe, Sie schreiben sie sich so Term für Term hin und finden dann irgendwann den Effekt, den Sie gesucht haben. Und wir werden hier drin auch noch Anwendungen von Taylor sehen, wir werden noch über Minima Maxima reden und sowas. Sie werden sehen, dass wir das noch benutzen können, aber natürlich ist es so, wenn ich was Neues mache, dann ist die einzige Chance, dass wir uns mal drauf einlassen auf das Neue und dann mit der Zeit sehen, dass wir das immer wieder mal brauchen können. Manchmal muss man sagen, okay, ich weiß zwar noch nicht wieso, aber ich gucke es mir jetzt einfach mal an. Das ist vielleicht so eine Stelle hier. Obwohl das Stichwort Näherungen, das können Sie gerne mitnehmen, wenn Sie da, wie soll man sagen, extrinsisch motiviert werden möchten jetzt hier. Was bedeutet eine Funktion konvergiert, steht hier. Also die Funktion nicht, sondern die Reihe. Schauen Sie, Reihe, wenn wir hier oben hinschreiben, ein Unendlich an das Summenzeichen, dann, ja genau, ich weiß, Sie sehen das nicht, aber wenn wir oben an das Summenzeichen ein Unendlich hinschreiben, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass wir oben an das Summenzeichen ein N oder irgendeinen Namen hinschreiben und nachher diesen Namen, dieses N, nach Unendlich schicken, ein Limes bilden. Und konvergieren heißt dann wieder, dass dieser Limes existiert. Also immer, wenn da so eine Reihe steht, so ein Summenzeichen mit einem Unendlich dran, ist vielleicht ganz gut, wenn wir es nicht sehen. Ne? Wenn wir so ein Summenzeichen haben, wo oben ein Unendlich steht, das ist immer ein Limes, der sich da drin versteckt. Und wenn ich sage, die Reihe konvergiert, heißt es, der Grenzwert existiert. Und jetzt schreiben wir es hin. Also, Summe n gleich 0 bis unendlich, a n x hoch n, das hatten wir mal definiert als Limes, sagen wir Groß n, nach unendlich
der Summe klein n von 0 bis groß n, a n x hoch n und wenn wir sagen, die Reihe konvergiert, dann heißt das, dieser Grenzwert dieser Grenzwert existiert. Die Funktion ist, was sie ist. Da muss nichts konvergieren. Also das meinen wir, wenn wir sagen, die Reihe konvergiert. Da versteckt sich immer ein Grenzwert und es geht darum, ob es diesen Grenzwert gibt oder nicht. Okay. Und klein o ist nun wirklich lieb, also das müssen Sie mögen. Und klar, Entenwitze sind wichtig in dem Kontext, das ist in Ordnung. Mehr davon bitte. So. Okay. Dann schauen wir mal noch hier hin. Ich habe noch eine Frage hingestellt. Ah, und vorhin hatte ich mich verschrieben. Ich hatte hier unten eine 0 hingeschrieben. Das war natürlich die 1, die gleiche 1, die hier schon stand. Denn eine 0 wäre auch total blöd gewesen hier im Nenner. Also vielen Dank für den Hinweis. Da stand eine 1. Und jetzt habe ich hier in der Pause noch eine Frage hingestellt. Wer kann denn jetzt den Logarithmus von x um 1 entwickeln? Ja, wir alle können. Haben wir nämlich gerade eigentlich schon gemacht. Wir haben den Logarithmus von 1 plus x um x gleich 0 entwickelt. Also wir haben entwickelt um die Stelle, wo dieses Argument hier in der Nähe der 1 ist. Ja, wenn x nahe bei 0 ist, dann ist das, was wir in den Log reinschreiben, nahe der 1. Das heißt, wir haben eigentlich gerade den Log um 1 entwickelt. Aber wenn wir das jetzt mal hinschreiben wollen, Log von x ist gleich irgendwie so eine Reihe und dann steht da immer x minus 1 hoch irgendwas. Wie kriegen wir das? Na, das kriegen wir aus dem hier. Also wir kopieren uns mal diese Reihe hier. Auch vielleicht und die Frage, oder? So. Mal gucken, wo sind meine Seiten alle hingerutscht? Ja, hier. So, Entschuldigung, dass ich das hin und her geschalte. Also, wir alle können das hier. Denn das haben wir gerade fast schon gemacht. Gucken wir mal. Wir nehmen den Log x und wir wollen den um 1 entwickeln. Wenn wir was um 1 entwickeln wollen, dann wissen wir, am Schluss soll das x immer in der Form x minus 1 hoch irgendwas auftauchen. Das heißt, wir machen jetzt als erstes was Lustiges. Wir schreiben jetzt hier hin, statt x schreiben wir x minus 1 plus 1. Das ist sicherlich richtig. Und dann gucken wir, dass das x minus 1 hier, dass die jetzt nie wieder auseinandergerissen werden. So, und jetzt vergleichen wir mit dem da oben. Hier steht jetzt der Logarithmus von 1 plus irgendwas. Ja, also das, was da oben x hieß, heißt jetzt hier unten x minus 1. Oder zur Verdeutlichung, ich mache das ganz gerne so. Hier oben steht ja, damit Sie das einfach ein bisschen besser mögen, mit diesen Reihen, hier oben steht ja der Logarithmus von 1 plus Herzchen, der ist
Summe n gleich 1 bis unendlich, minus 1 hoch n plus 1 Herzchen hoch n. Und das gilt dann, wenn das Herzchen Betrag kleiner 1 hat. Und jetzt müssen wir hier ja nur das Herzchen richtig wählen. Für das Herzchen wählen wir jetzt x minus 1 und dann schreiben wir nochmal die Formel von da oben ab. Dann steht hier die Summe n gleich, ich will schon wieder 0 schreiben, 1 bis unendlich, minus 1 hoch n plus 1 durch n, x minus 1 hoch n. Und das gilt, wenn x minus 1 Betrag kleiner 1 ist. So, jetzt haben wir den Logarithmus um 1 entwickelt. Die Aussage ist die gleiche wie die der Formel, die wir vorher hatten. Nur haben wir jetzt eben alles durch x minus 1 statt durch x ausgedrückt. Ne? Also, wenn wir wissen wollen, was sind die Funktionswerte des Logarithmus für Argument Nähe der 1, dann können wir diese Formel hier verwenden und hier eben Sachen Nähe der 1 einsetzen. Oder wir können die Formel von oben verwenden und x in nahe 0 einsetzen, weil wir dann in den Logarithmus was nahe 1 einsetzen. Ist das Gleiche. Und jetzt haben Sie auch schon den Trick, wenn Sie so wollen, gesehen, wie wir Reihen um andere Stellen als 0 nachher kriegen. Wenn wir eine Reihe um eine Stelle haben, dann können wir auf diese Art plus minus ein x0 oder minus plus ein x0 am Schluss uns Reihen an anderen Stellen basteln. Aus bekannten Reihen. Okay. Jetzt, glaube ich, sollten wir mal Sinus und Cosinus machen. Kriegen wir die hier auf die Seite? Ach, wir machen eine neue Seite. So. Bitte? Ich kann das da drüben hinmachen, genau. So, ne? Wie viele Beispiele hatte ich jetzt schon? Jetzt muss ich selber zurückblättern. Der Log war unser drittes, also käme jetzt das vierte Beispiel. So, viertens machen wir jetzt Sinus und Cosinus. Gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, sagen wir mal, wenn uns der Sinus interessiert, ich mache hier gleich so eine Tabelle. Sagen wir mal, der Sinus ist die Funktion, die uns interessiert. Jetzt schreibe ich also hier in dieser Spalte der Tabelle, schreibe ich die nüte Ableitung der Funktion an der Stelle x hin. Und hier ist das nü jetzt gerade 0. Die nullte Ableitung der Funktion ist die Funktion selber. So. Das ist der Sinus. Wenn ich den Sinus ableite, kriege ich den Cosinus. Wenn ich den Cosinus wieder ableite, also die zweite Ableitung des Sinus bestimme, kriegen wir den Minussinus. Wenn wir den wieder ableiten, dritte Ableitung, hier kriegen wir den Minuscosinus. Und wenn wir da nochmal ableiten, dann kriegen wir jetzt den Plussinus. Also beim vierten Mal ableiten haben wir dasselbe. Und jetzt wiederholt sich alles. Hier geht es immer so weiter. Wiederholt sich ab hier. Also die fünfte Ableitung wäre dann wieder der Cosinus und so weiter. So, jetzt entwickeln wir mal den Sinus um 0. Dann brauchen wir immer die nüte Ableitung an der Stelle 0. Der Sinus von 0, der ist 0, der Cosinus von 0 ist 1. Der nächste Term, Minussinus von 0, der ist nicht auch wieder 0. Und der Minuscosinus von 0, der ist minus 1. Und jetzt geht es hier immer so weiter. 0, 1, 0, minus 1 und so weiter. Das heißt, wir kennen all diese Ableitungen hier. Wenn wir also uns anschauen, f von x gleich Sinus x, dann wissen wir, die nullte Ableitung, die zweite Ableitung, die vierte Ableitung und so, die sind alle 0 an der Stelle 0. Also die 2 nüte Ableitung an der Stelle 0, die ist 0.
für alle μ in den natürlichen Zahlen, einschließlich der 0. Und die Ungeraden, die 2μ plus erste Ableitung an der Stelle 0, das ist hier die erste, die dritte, die fünfte und so weiter, die sind immer abwechselnd 1 und minus 1. Also das ist minus 1 hoch μ. Wenn Sie hier μ gleich 0 einsetzen, dann haben Sie die erste Ableitung. Und dann haben Sie hier minus 1 hoch 0, das ist plus 1. Wenn Sie μ gleich 1 hier einsetzen, dann haben wir die dritte Ableitung. Dritte Ableitung. Und da haben wir hier μ gleich 1, minus 1 hoch 1, das ist minus 1. Und jetzt ist der Term hier, der wird immer abwechselnd, plus 1, minus 1, genau das, was wir hier brauchen. Plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 und so weiter. Das heißt, wir haben alle Ableitungen an der Stelle 0 bestimmt und damit können wir die Sinusreihe hinschreiben. Na? Das wäre jetzt die Summe. Sollen wir bei nü bleiben? Nü von 0 bis unendlich. Minus 1 hoch nü durch 2 nü plus 1 Fakultät x hoch 2 nü plus 1. Also nur die ungeraden Potenzen kommen vor. Das hier sind ja die ungeraden x-Potenzen, immer mit ihrem zugehörigen Fakultätsterm im Nenner und dann abwechseln mit einem Plus- oder Minuszeichen. Und die Frage ist natürlich auch nachher wieder, für welche x ist das gleich dem Sinus? Die müssen wir noch klären. Ne? Ist das wieder gleich dem Sinus und wenn ja, für welche x? Das müssen wir uns noch fragen. Aber zunächst mal haben wir hier die Taylor-Reihe. Und wenn wir die ersten paar Terme der Taylor-Reihe ausschreiben, dann sehen wir hier, also für nü gleich 0 kriegen wir den x-Term, das ist ein x. Für nü gleich 1 kriegen wir den x hoch 3-Term, der kommt mit einer 3-Fakultät im Nenner, x hoch 3 durch 3-Fakultät. Für nü gleich 5 kriegen wir den x hoch 5-Term, mit einem 5-Fakultät im Nenner, den wieder mit einem Plus und so weiter, x hoch 7 durch 7 Fakultät und so geht es dann weiter. Okay. Ja, und für den Cosinus geht es ganz ähnlich. Da steigen wir halt eine Zeile weiter unten ein in die Rechnung und dann kriegen wir die gleichen Sachen. Also machen wir mal hier einen Strich drunter und malen die Tabelle nochmal hin. Nüte Ableitung an der Stelle x, nüte Ableitung an der Stelle 0. Zack, zack. 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wir starten mit dem Cosinus. Wenn wir den ableiten, wird es ein Minus-Sinus. Wenn wir den Minus-Sinus ableiten, wird es ein Minus-Cosinus. Wenn wir den Minus-Cosinus ableiten, kriegen wir einen Sinus. Wenn wir den Sinus ableiten, kriegen wir wieder einen Cosinus. Und jetzt wiederholt sich's. Ja, ab hier haben wir Wiederholung von dem, was wir oben hatten. Also nach dem Cosinus kommt wieder ein Minus Sinus und so weiter. Dann haben wir immer Nullen, wenn wir Null einsetzen, immer Nullen dort, wo der Sinus steht und abwechselnd Einsen und Minus Einsen, wo Cosinus und Minus Cosinus steht. Also 1, Minus 1, 1 und so weiter. Das heißt also ganz analog zu dem, was da oben steht, wenn unsere Funktion f jetzt der Cosinus x ist, dann ist jetzt die 2-nüte Ableitung an der Stelle 0. Die geraden Potenzen, die kommen jetzt diesmal vor. Hier haben wir die Nullte, die zweite Ableitung und so weiter, die vierte. Da steht jetzt was, was von 0 verschieden ist. Das ist jetzt minus 1 hoch nü. Beim ersten Mal, bei nü gleich 0, haben wir eine 1, beim zweiten Mal bei nü gleich 1 haben wir die minus 1, ne, das ist dann die zweite Ableitung. Also für nü in n0. Und die ungeraden Potenzen, die werden nicht vorkommen in unserer Taylor-Reihe.
weil ja die Koeffizienten hier, die von der ersten, der dritten, der fünften Ableitung und so weiter kommen, das sind alles diese Nullen hier drüben. Also die sind alle Null. Für alle Nü in N0 hätten wir hier oben auch noch so hinschreiben können. So, und damit haben wir die Taylor-Reihe des Cosinus. Schreibe ich auch erstmal wieder die Reihe hin. Summe Nü von 0 bis unendlich. Minus 1 hoch Nü durch 2 Nü. Fakultät mal x hoch 2 Nü. Diesmal tauchen nur die geraden x-Potenzen auf, oben tauchten nur die ungeraden x-Potenzen auf. Auch hier müssen wir uns wieder fragen, ist das wirklich gleich dem Cosinus? Und wenn ja, für welche x? Und wenn wir wollen, schreiben wir mal die ersten paar Terme hin. Was ist hier der erste Term? Für Nü gleich 0 kriegen wir eine 1, nämlich ein x hoch 0 Term. Für Nü gleich 1 kriegen wir einen x-Quadrat-Term, der kommt mit einer 2-Fakultät im Nenner. Also minus x-Quadrat durch 2 oder durch 2-Fakultät, das ist das Gleiche. Plus x hoch 4 durch 4-Fakultät, minus x hoch 6 durch 6-Fakultät und so weiter. Okay. So, und jetzt machen wir einen ganz coolen Trick. Jetzt schätzen wir keine Restgliedformeln ab, sondern jetzt vergleichen wir mal die Sinus- und die Cosinusreihe mit der E-Reihe. Und dann stellen wir was fest. Wenn wir die E-Reihe hinschreiben, dann ging das doch so. Wir starten hier mit 1, dann kommt ein x, dann kommt ein x-Quadrat halbe, dann kommt ein x hoch 3 durch 3 Fakultät, ein x hoch 4 durch 4 Fakultät, x hoch 5 durch 5 Fakultät, mal sehen, wie lange ich das noch machen will, x hoch 6 durch 6 Fakultät, x hoch 7 durch 7 Fakultät und jetzt schreiben wir mal plus weitere Terme. Und wir wissen, diese Reihe, Die Reihe konvergiert gegen die Funktion für alle x. Das haben wir vorhin gezeigt. Das war die etwas mühselige Sache, wo wir einmal diese Restgliedformel verwendet haben. Also das klappt immer, weil diese Terme hier wahnsinnig schnell klein werden mit dieser Fakultät im Nenner. Der Nenner wird sehr, sehr schnell groß. Ne? Deswegen ist das eine tolle Reihe, konvergiert wie Hölle. So, jetzt, wie ist das mit dem Sinus und dem Cosinus? Gucken wir mal den Sinus an. Der Sinus x, der geht los mit x, dann gibt es hier ein minus x hoch 3 durch 3 Fakultät, ein plus x hoch 5 durch 5 Fakultät, ein minus x hoch 7 durch 7 Fakultät und dann kommen da noch so weitere Terme. Der Cosinus, der hat die 1, dann hat er ein minus x Quadrat halbe, dann hat er ein plus x hoch 4 durch 4 Fakultät, ein minus x hoch 6 durch 6 Fakultät und so weiter hier hinten. Ja, was sehen wir jetzt? Wir kriegen den Sinus oder den Cosinus, indem wir von der E-Reihe nur jeden zweiten Term nehmen. Und dann noch abwechselnd vielleicht so Plus-Minus-Zeichen dran verteilen. Stellen wir uns mal kurz vor, den schlimmsten Fall für die Konvergenz hier oben. Der schlimmste Fall ist, x ist positiv. Wir addieren lauter Terme auf. Es hebt sich nie was gegenseitig weg. Also denken wir mal kurz an positive x. Dann zählen wir also hier lauter positive Terme zusammen. Und wir wissen aber, das klappt trotzdem. Die werden schnell genug klein hier hinten raus, die Terme, dass das konvergiert, dass das gegen einen endlichen Wert geht, gegen dieses e hoch x. Okay. Jetzt lassen wir die Hälfte der Terme weg. Buff, 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 buff und so weiter. Und dann machen wir noch so, dass wir nicht alle zusammenzählen, sondern den ersten minus den zweiten plus den dritten minus den vierten. Naja, das konvergiert ja nur besser. Es kann ja nur besser werden, nicht schlechter. Ich schreibe, wenn das Ding nicht konvergiert, dann weil das irgendwie
zu sehr anwächst, was ich da alles zusammenzähle. Jetzt zähle ich ja weniger so Zeugs zusammen. Das heißt, wenn das Blaue hier konvergiert, dann konvergiert das Grüne erst recht und genauso für das Schwarze. Ja? Also das klappt für alle x in R und das klappt für alle x in R. Wenn die Reihe für exp konvergiert, dann konvergieren die für Sinus und Cosinus erst recht. Das ist doch schön, da müssen wir gar nicht mehr uns die Mühe geben, nochmal da so ein Restglied anzugucken oder so. Und jetzt haben wir schon eine ganze Menge Reihen zur Verfügung. Wir kennen jetzt eine Reihe für die E-Funktion, für den Sinus, für den Cosinus, für so manche Log-Ausdrücke. Das heißt, jetzt können wir uns neue Reihen zusammenbasteln. Zum Beispiel machen wir jetzt mal fünftens. Wir schauen uns mal an, Sinus x durch x um x0 gleich 0. x0 gleich 0, sagen Sie, hä, spinnt er jetzt? Jetzt will er das entwickeln um was, wo der Nenner schon 0 ist. Das ist natürlich irgendwie ein komischer Vorschlag. Also, und zwar, wie machen wir das? Dort stetig fortgesetzt. Wir wissen ja schon, Sinus x durch x geht für x nach 0 gegen was Endliches, nämlich gegen 1. Das heißt, wir haben die Chance, diese Funktion bei 0 stetig fortzusetzen. Aber tatsächlich müssen wir uns das gar nicht vorher überlegen, das ist auch so was Tolles. Wenn wir einfach mal mit dem, was wir über bestimmte Taylor-Reihen wissen, versuchen, die Taylor-Reihe hierfür hinzuschreiben, dann können wir die stetige Fortsetzung bei der 0 direkt ablesen. Die kommt dann einfach raus. Schauen Sie her. Wir schreiben hierhin, ist gleich, das 1 durch x schreiben wir mal ab und für den Sinus schreiben wir die Sinusreihe hin. Summe n gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch n durch 2n plus 1 Fakultät mal x hoch 2n plus 1. Jetzt haben wir ein 1 durch x und ein x hoch 2n plus 1, die können wir zusammen multiplizieren. Dann haben wir eben da hinten ein x weniger. Also steht hier die Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n durch 2n plus 1 Fakultät x hoch 2n. Zack, haben wir die Reihe für diese Funktion gefunden. Wir haben hier nur die Sinusreihe benutzt. Und wir wissen, die Sinusreihe, die funktioniert für alle x in R. Das klappt überall. Und jetzt könnten wir auch hier ablesen, wie sehen denn die ersten paar Terme hier aus, unserer Reihe. Das ist ja unser Ergebnis. Für n gleich 0 haben wir minus 1 hoch 0, das ist 1. 1 Fakultät im Nenner, das ist auch 1. X hoch 0, das ist auch 1. Also der erste Term ist 1. Ha, das ist die stetige Fortsetzung an der Stelle x gleich 0. Das ist genau der Grenzwert von diesem Ausdruck hier für x nach 0. Dann für n gleich 1 hätten wir hier ein minus 1 aus dem Zähler, ein 3 Fakultät aus dem Nenner und ein x Quadrat. Also minus x Quadrat durch 3 Fakultät und so weiter. So bekommen wir dann jetzt schon mal für einen neuen Ausdruck, einen komplizierteren Ausdruck, eine Reihe, indem wir nur eine bekannte Reihe einsetzen und das miteinander verarbeiten. Okay. Wir können auch Reihen miteinander multiplizieren, aber vielleicht finden Sie das zu schwierig für die letzten paar Minuten. Das machen wir am Freitag. Reihen miteinander multiplizieren ist auch ganz toll. Ganz tolle Sache. Doppelreihe sozusagen wird wieder eine Reihe nachher.
Aber jetzt machen wir noch was anderes. Sie haben gefragt, wofür braucht man das? Sechstes Beispiel. Was ist denn der Limes x nach 0 von x Quadrat mal Sinus hoch 4x geteilt durch 1 minus Cosinus x hoch 3? Starren Sie mal kurz drauf, wie würden Sie vorgehen, um das zu bestimmen? Wir bilden mal geschwind im Kopf den Limes x nach 0 im Zähler und x nach 0 im Nenner und das stellen wir fest. Ja, was sehen wir dann? Das ist ein Fall von... Auf, schreien Sie es rein. Von welcher Form ist dieser Grenzwert hier? Bitte? Ja, L'Hôpital-Sache, weil das ist ja irgendwie so ein 0 durch 0-Ding, da könnten wir L'Hôpital machen. So, jetzt machen wir L'Hôpital. Da oben haben wir schon so ein Produkt, da unten haben wir irgendwie Kettenregel zu verwenden. Und dann rechnen wir wieder x, Limes x nach 0 im Zähler und im Nenner und dann stellen wir fest, das ist immer noch 0 durch 0. Ah, okay, L'Hôpital. So. Das machen Sie jetzt und wenn Sie, ohne sich zu verrechnen, sechsmal L'Hôpital gemacht haben, sechsmal, dann finden Sie einen Grenzwert. Aber wer will das schon machen? Wer will schon ableiten? Deshalb benutzen wir einfach die Taylor-Reihen von Sinus und Cosinus und das ist viel, viel einfacher. Denn die Taylor-Reihe des Sinus um 0 sagt uns ja, wie sich die Funktion in der Nähe der 0 verhält. Und nicht nur, was der Wert bei der 0 ist, sondern auch die nächsten kleinen Korrekturen, also das in der Nähe der 0. Deswegen verwenden wir hier die Reihen. Wir schreiben hin, Limes x nach 0. Das x Quadrat schreiben wir ab. Statt des Sinus schreiben wir ein x plus Terme, die kleiner sind. Plus ein Kleinod von x. Sehen Sie, wir sind ganz brutal hier. Ich nehme nur den ersten Term der Sinusreihe und stecke den Rest in ein Kleinod. Das Kleinod ist ja lieb, haben wir gesagt. So, dann hier unten die 1 schreiben wir ab. Und für den Cosinus, wie geht der Cosinus los? Der geht mit einer 1. Jetzt könnte ich hinschreiben 1 plus ein Kleinod von 1. Aber ich schreibe es mal kurz hin, aber schreiben Sie es nicht ab, weil das wäre jetzt ein bisschen ungeschickt. Weil die 1 geht dann gegen die 1 weg und dann ist nur noch das Kleinod alleine im Nenner übrig. Aber ich möchte noch irgendwas, worüber ich Kontrolle habe, übrig behalten. Also schreiben wir lieber einen Term mehr hin. Der Cosinus geht los mit 1 minus x Quadrat halbe. Und der Rest dann, der ist kleiner, also der ist ein Kleinod von x Quadrat. Und das Ganze hoch 3. So, ist gleich. Limes x nach 0. Na, also hier, das ist ein Beispiel, wofür brauchen wir Taylor? Um nicht sechsmal L'Hôpital machen zu müssen, weil sechsmal L'Hôpital ist Mist. Wir sind hier viel, viel schneller fertig. Und zehnmal L'Hôpital oder hundertmal L'Hôpital, das ist ganz blöd. Das wollen Sie nicht. So, wie rechnen wir jetzt diese Klammer da oben hoch 4? Schreiben wir die Klammer 4 mal hin und multiplizieren alles aus. Da gibt es einen Term, der hat ein x hoch 4 drin. Alle anderen Terme sind kleiner. Da gibt es irgendwie Terme mit x mal x mal ein Kleinod von x. Also x hoch 3 mal ein Kleinod von x. Das ist aber ein Kleinod von x hoch 4. Genauso, wenn Sie zwei der kleinen O's dabei haben oder alle kleinen O's miteinander zusammen multiplizieren. Also alle anderen Terme haben mindestens ein Kleinod dabei und insgesamt auch ein x hoch 4. Also insgesamt sind die ein Kleinod von x hoch 4. Wie ist es im Nenner? Im Nenner haben wir gesagt, die 1 geht gegen die 1 weg. X² halbe plus ein klein o von x². Das Ganze hoch 3. Da machen wir dieses Ausmultiplizieren nochmal. Im Nenner, gleicher Trick wie gerade im Zähler. Wir schreiben diese Klammer in Gedanken dreimal hin, multiplizieren die aus. Einer der Terme ist ein x hoch 6 Achtel. Das ist der x² halbe mal x² halbe mal x² halbe Term. Und alle anderen sind kleiner.
Alle anderen sind klein O's von x hoch 6. Im Zähler multiplizieren wir aus, das x² mal das x hoch 4 gibt ein x hoch 6. Das ist übrigens die 6 hier, wo ich gesagt habe, Sie müssen 6 mal L'Hôpital machen, bis die weg ist. Ja, deswegen bräuchten wir, wenn wir es mit L'Hôpital rechnen würden, müssten wir 6 mal L'Hôpital machen, bis wir was anderes als 0 durch 0 kriegen. Ja, und x² mal ein klein o von x hoch 4 ist auch ein klein o von x hoch 6. Also alle anderen Terme sind kleiner. Und jetzt haben wir die Lösung. Entweder lesen wir jetzt ab und sagen, es kommt 8 raus, oder wir schreiben es nochmal hin hier. Vorzeichen habe ich schon auch richtig gemacht, ne? Minus, minus gibt Plus, ja. Oder wir schreiben es nochmal hin. Das ist Limes x nach 0, 1 plus ein klein o von 1 durch ein Achtel plus ein klein o von 1. Ein klein o von 1 ist was, was gegen 0 geht. Also bleibt 1 durch ein Achtel übrig, also gleich 8. Viel besser als 6 mal L'Hôpital. Okay, also eine schöne Taylor-Anwendung hier zum Schluss. Die letzte halbe Minute schenken wir uns. Wir sehen uns am Freitag mit weiteren Taylor-Reihen. Dankeschön. Oh nein, ich klaue Ihnen ja jede Menge Vorlesungszeit. Ich hätte ja bis 50 machen dürfen. Aber jetzt sind Sie schon aufgestanden. Okay, bis Freitag.